So, es freut mich, dass Sie dabei sind beim neuen Aurora-Webinar. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Hans-Peter Studer. Wir sind beide Schweizer, aber weil wir auch deutsche Zuschauer haben, werden wir das Webinar entsprechend auf Deutsch führen. Herzlich willkommen, Hans-Peter, schön bist du da. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und ich werde mal üben mit meinem Schriftdeutsch, mal schauen, wie das geht. Genau, du bist ja schon sehr lange im Gesundheitswesen aktiv, bezeichnest dich als Gesundheitsökonom, hast auch viele Bücher geschrieben, sind mittlerweile, glaube ich, fast über 10 Bücher und hältst auch Seminare, bist als Autor bei diversen Internetmagazinen tätig. Die meisten Menschen werden noch nie von einem Gesundheitsökonom gehört haben. Kannst du denen mal ein bisschen erzählen, was ist überhaupt ein Gesundheitsökonom? Wie sieht so deine tägliche Arbeit überhaupt aus? Ja, also ein Gesundheitsökonom ist jemand, der sich mit den Kosten, der Kostensituation, mit dem Geld, den Geldflüssen im Gesundheitswesen im Wesentlichen befasst. Und da bin ich eigentlich schon in jüngeren Jahren der Frage nachgegangen, warum wird das Schweizer Gesundheitswesen immer teurer? Und nicht nur das Schweizer Gesundheitswesen, in allen industrialisierten Ländern ist das so. Und was sind das für Faktoren, die die Kosten nach oben treiben? Und natürlich auch, was könnte man dagegen tun? Daraus ist ein Buch entstanden, vor längerer Zeit schon, vor vielleicht mehr als 2 Jahrzehnten, Gesundheit in der Krise, Fakten und Visionen. Und da habe ich das etwas zusammengetragen. Und in meinem Fall ist es dann so, dass ich eigentlich zum Schluss gekommen bin, diese Kostensteigerung hat im Wesentlichen mit der etablierten Medizin zu tun, mit der sogenannten Schulmedizin. Und eigentlich, wenn ich dann mich gefragt habe, ja, wie könnten die Kosten vielleicht auch etwas gedämpft werden, bin ich schnell mal zum Schluss gekommen, es braucht als Ergänzung zur Schulmedizin auch die sogenannte Komplementärmedizin, eine ergänzende Medizin mit ergänzenden Therapiemethoden, oft auch sanfteren und weniger nebenwirkungsreichen Therapiemethoden. Und das habe ich auch eingearbeitet und das hat mich eigentlich dann auch in meinem weiteren beruflichen Leben immer wieder begleitet. Jetzt ist das Buch ja über 20 Jahre alt. In der Zeit hat sich natürlich sehr viel getan. Wie würdest du die Entwicklung der letzten 20 Jahre zusammenfassen und was sind deine Erkenntnisse, was man genau tun kann, Ja, um die also Kosten ein wenig zu senken? Was wäre ein Modell, was tatsächlich praktisch auch umsetzbar wäre? vieles im Gesundheitswesen ist leider gleich geblieben. Also was ich vor 20 Jahren geschrieben habe, hat auch heute noch Gültigkeit. Was sich etwas verändert hat, und da habe ich auch selber mit dazu beigetragen, spezifisch in der Schweiz, ist, dass die Komplementärmedizin zwischenzeitlich ihren Platz erhalten hat. Also ich war der Urheber eigentlich, der Anfangspunkt einer Volksinitiative Ja zur Komplementärmedizin. Die ist hier draußen auf meiner Terrasse entstanden, der Grundgedanke dazu. Und ich habe das Projekt dann 2 Jahre geleitet. Und mit Hilfe vieler, vieler anderer, die damit geholfen haben, und auch mit einem Budget letztlich von 6 Millionen Franken haben wir erreicht, dass wir in der Schweiz jetzt das erste Land sind, das die Komplementärmedizin in der Verfassung verankert hat. Und das hat schon einige Vorteile jetzt mit sich gebracht, auch für die Komplementärmedizin. Und ich glaube selber auch, für die Kosten kann es auch dämpfend und senkend wirken. Das sind jetzt ziemlich genau 10 Jahre ist das her, dass die Volksinitiative Ja zur Komplementärmedizin die Schweizer Bevölkerung abstimmen konnte darüber. Und sie wurde Ja. ja auch deutlich angenommen. Das heißt, seit 10 Jahren hat der Bund und der Kanton die Aufgabe, die Komplementärmedizin stärker in das Gesundheitssystem einzubauen. Wie würdest du jetzt sagen, in den letzten 10 Jahren, was hat sich da genau getan? Also einerseits haben jetzt alle Menschen in der Schweiz einen Grundzugang zu komplementären Therapieverfahren in der sogenannten obligatorischen Grundversicherung OKP in der Schweiz. Haben wir jetzt die Möglichkeit, zumindest über
Ärztinnen und Ärzte, die ein entsprechendes Zusatzdiplom sich erarbeitet haben, vier Methoden in Anspruch zu nehmen. Das ist die traditionelle chinesische Medizin, dann die Homöopathie, also die beiden größten Felder, die anthroposophische Medizin und die Phytotherapie. Also wenn ein Arzt diesen sogenannten Fähigkeitsausweis für eine oder mehrere dieser Methoden hat, dann kann er über die Grundversicherung abrechnen. Und das ist mal eine große Errungenschaft. Was die nicht ärztlichen Therapierenden anbelangt, so haben wir hier in der Schweiz nun die Möglichkeit, über sogenannte Zusatzversicherungen deren Leistungen in Anspruch zu nehmen. Und dort war auch ein Ziel der Initiative, dass gleichzeitig die Qualität gesichert wurde dieser Methoden. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt in der Schweiz zwei eidgenössisch anerkannte Berufe haben in diesem Feld, Komplementärtherapeutinnen und Therapeuten und Naturheilpraktikerinnen und Naturheilpraktiker. Und die haben eine fundierte Ausbildung und da ist der Stellenwert dieser Therapierenden sicher auch gehoben worden im Gesundheitswesen, was ich als sehr positive Entwicklung betrachte. Was war genau bei dir so die Erkenntnis, dass du für die Komplementärmedizin dich interessiert hast? Weil unsere normale Erfahrung basiert auf der Schulmedizin und meistens braucht man erstmal ein bestimmtes Erlebnis, dass man merkt, da ist die Schulmedizin entweder limitiert oder die Komplementär-Alternativmedizin weit überlegen. Also eine der beiden Erfahrungen macht man dann und dann kommt man auf den Weg. Wie kamst du dazu, dass du dich so sehr für die Komplementärmedizin interessiert hast? Also es waren verschiedene Zugänge, die ich hierzu hatte. Einerseits drei Kinder, bei denen wir das Glück hatten, eine anthroposophische Kinderärztin zu kennen und beratend zur Seite zu haben. Und sie hat immer wieder auch mit unkonventionellen Methoden sehr gut helfen können, zum Beispiel mit einem Kantaridenpflaster bei einer Mittelohrentzündung des einen Sohnes. Und das war sehr beeindruckend. Dann habe ich mich seit langem schon, eigentlich seit meiner Gymnasiumzeit, dank eines Professors, eines Physikprofessors, den ich damals hatte, für parapsychologische, paranormale Phänomene interessiert. Das hat mein Weltbild ganz, ganz weit geöffnet und groß gemacht. Und schließlich waren es auch Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, zum Beispiel als ich gefragt wurde von der Stiftung für Konsumentenschutz, einen Impfratgeber zu schreiben. Also ich habe mich ausgiebig mit dem Thema Impfungen befasst und das hat sicher dann auch geholfen. Später und in jüngerer Zeit und auch aktuell ist es für mich sehr eindrücklich, dass ich immer wieder Artikel schreiben darf für die Naturärztevereinigung der Schweiz, NVS. Und da treffe ich auf Therapeutinnen und Therapeuten, wo ich Erstaunliches erlebe und auch zum Teil persönlich erfahre, wie die einem Menschen anders und oft und meist sehr ganzheitlich helfen können. Und das hat mich dann weiter geprägt in diese Richtung. Ganz wichtig war da auch eine Begegnung mit einem der faszinierendsten Naturärzte der Schweiz. Heute darf man diese Bezeichnung so nicht mehr gebrauchen. Also wie heute würde man sagen Naturheilpraktiker. Das war Natale Ferronato. Und der hat mich so beeindruckt, dass ich gleich ein Buch über ihn geschrieben habe. Das schien ein, also ich, das Buch kann ich ja an der Stelle auch mal zeigen. Das ist eine Biografie, die du nach sehr vielen Treffen mit Natale Ferronato geschrieben hast. Wenn man sich das Buch durchliest, dann hat es da Anekdoten und Erfahrungen dabei, die schier unglaublich wirken. Ja, das ist wirklich so. Vielleicht kann ich ein Einstiegserlebnis kurz erzählen, das mich dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben. Ich spiele auch als Hobby noch Tischtennis und ich hatte einen älteren Kollegen im Tischtennis, der war damals 73 Jahre alt. Und der hat mich eines Tages angerufen und hat gesagt, du hast doch noch jeweils so andere Zugänge.
Er habe vom Arzt die Empfehlung einer Magenoperation erhalten, also bei sich dringend eine Magenoperation durchführen zu lassen, weil er habe derart starke Entzündungen im Magen, das sei eine Vorstufe von Magenkrebs. Und ich hatte 2 Monate davor diesen Natale Ferronato interviewt und habe dann zuerst an ihn gedacht und gefragt, ja, dürfen wir mal kommen? Damals hatte er noch eine Praxis, der ist mittlerweile fast schon 94 Jahre alt. Gerade gestern war ich wieder bei ihm und er ist immer noch aktiv und findet immer wieder neue Dinge raus. Und damals durften wir zu ihm kommen und das war dann sehr eindrücklich. Bei der Begrüßung noch hat er den Werner, so hieß mein Tischtenniskollege oder heißt er immer noch, hat er ihm ins Gesicht geschaut und hat gesagt und gefragt, hatten Sie mal eine Vergiftung? Und dann hat der Werner so nachgedacht und hat gesagt, ja, nein, ich wüsste nicht. Und dann hat Natale ein Instrument zur Hand genommen, einen sogenannten Biotensor. Das ist eine Art Einhandrute. Und mit der hat er gefragt, ja, vor 5 Jahren, dann war der Ausschlag nein. Und dann vor 10 Jahren wieder nein. Und vor 15 Jahren wieder nein. Und schließlich vor 20 Jahren, dann hat es so gezeigt, ja. Und der Werner hat nachgerechnet und hat dann gesagt, ja, da hatten wir mal eine Formaldehyd-Problematik im Büro. Also Formaldehyd ist ein Gift, das weiß man heute, obwohl es auch in einigen Impfstoffen enthalten ist, leider als Nebenbewirkung. Und dann hat Natale seinen Tensor genommen und gemessen und hat gesagt, ja, hören Sie, Ihre Magenprobleme, die Sie jetzt haben, das ist eine Folge dieser Formaldehydvergiftung von vor 20 Jahren. Das hat Ihre rechte Körperseite geschwächt. Und das war schon sehr erstaunlich, weil wie will irgendein Arzt sowas rausfinden? Der Natale hat das dann rausgefunden. Noch viel erstaunlicher war, wie er das dann therapiert hat. Vor sich hatte er damals ganz, ganz viele Pflanzenextrakte, größtenteils selber hergestellte, vielleicht in 100, 200 Flaschen. Und ist dann auch mit diesem Tensor, den er senkrecht gehalten hat, suchen gegangen, welche Mittel brauche ich? Und seine Methode war damals immer, dass er gemessen hat, wie viel Prozent der Wirksamkeit macht das erste dieser gefundenen Mittel aus und dann wie viel das zweite, bis er auf 100% Wirksamkeit kam. Bei Werner waren es 5 verschiedene Pflanzenextrakte, die er da so fand, mit Hilfe des Tensors und die er dann in eine Reihe gestellt hat, gemessen hat, stimmt die Reihenfolge und hat dann von jedem dieser Extrakte gemessen, wie viel Milliliter er mit einer sterilen Spritze er da rausnehmen musste und hat das in ein Fläschchen getan, steril und das gemixt, zusammengemixt, geschüttelt und dem Werner 5 Tropfen auf einem Plastiklöffel in den Mund gegeben. Und nach 15 Minuten nochmals 5 und weiteren 15 Minuten ein drittes Mal 5 Tropfen. Dann war die Therapie vorbei. Er hat das Fläschchen ihm noch mitgegeben und auch gesagt, wie er da weiter noch Tropfen nehmen soll. Beim Abschied hat er noch gefragt, ja, wahrscheinlich haben Sie auch einen hohen Blutdruck. Und dann hat Werner gesagt, ja, das habe ich. Und Natale hat dann gemeint, ja, dann können Sie ja morgen früh mal zuerst den Blutdruck messen. Und dann sehen Sie ja dann, ob Sie den Blutdrucksenker wirklich noch brauchen. Und von dem Tag an, von dem Moment an, hatte der Werner keine Magenschmerzen mehr und keinen hohen Blutdruck mehr. Und das war für mich so erstaunlich, da habe ich gesagt, ja, über den Mann muss ich ein Buch schreiben. Und solche Fälle, wie Sie schon gesagt haben und wie das auch im Buch drin steht, habe ich dann weitere zuhauf gefunden. Und da habe ich auch Patienten dann interviewt, habe sie wieder ausfindig gemacht. Viele hatten den Kontakt mit ihm schon verloren oder wussten gar nicht, dass er noch lebt. Und so entstanden auch wieder Kontakte von ehemaligen Patienten, die im Buch vorkommen. Und das war wirklich sehr, sehr eindrücklich. Es hat mir auch gezeigt, wie wichtig es sein kann, dass man gewisse Substanzen in verdünnter Form dem Patienten gibt. Also wenn heute jetzt eine Riesendiskussion um die Homöopathie, vor allem in Deutschland, auch in Österreich oder Frankreich wütet und um die Kostenerstattung dieser Medikamente durch die Krankenkassen, dann muss ich eigentlich nur den Kopf schütteln,
Allein schon aufgrund dessen, was ich bei Natale erlebt habe, ist für mich ganz klar, dass genau in der Verdünnung eben solche Substanzen eine hohe Wirksamkeit haben können. Das gilt nicht nur für die Homöopathie, das gilt zum Beispiel auch für die Spagyrik. Und das Erlebnis, was du mit deinem Freund berichtest, das ist natürlich genau solche Erfahrungen, die einen aufhorchen lassen und aufwecken und man dann sieht, es gibt auch andere Möglichkeiten, die teilweise wie ein Wunder wirken. Ja. Aber in dieser Recherchearbeit, die du betrieben hast für das Buch, da hast du ja ganz viele Erfahrungen, die in so eine Richtung gehen, mitbekommen. Ja. Und da merkt man dann, es gibt sehr, sehr tolle Möglichkeiten, einen Patienten zur Gesundheit zu bringen, ohne die ganzen Nebenwirkungen, die in der Schulmedizin halt sehr oft auftreten. Bei deinem Buch, der Untertitel lautet Ein Vermächtnis für die Zukunft der Heilkunde, und ich finde, das trifft es auch sehr gut. Ja. Natal ist, wie du es vorhin schon erwähnt hast, mittlerweile 94. Ich selber habe ihn auch schon kennengelernt. Und es ist beeindruckend, einen über 90-jährigen Mann zu sehen, der noch ein so starkes Feuer in sich hat, der brennt, Neues zu entdecken, Neues zu erleben, neues Wissen sich anzueignen. Leider ist er nicht mehr als Heilpraktiker tätig, öffentlich. Ja. Das, was er in den, ich weiß nicht, 60 Jahren ungefähr, in denen er tätig war, was er in dieser Zeit natürlich geleistet hat, ist, mit Fug und Recht kann man das als Vermächtnis bezeichnen. Kannst du mal noch was dazu sagen, wie Natale selber überhaupt zur Naturheilkunde gekommen ist? Ja, also das waren verschiedene Wege. Er hatte einerseits eine Mutter, die Krankenpflegerin war und in Zürich seinerzeit vor allem auch Kranke gepflegt hat. Er als Sohn war dann oft dabei und hat den Menschen genau ins Gesicht geschaut und hat dann gelernt, aus den Gesichtern der Patientinnen und Patienten der Mutter Krankheitszeichen zu erkennen. So hat er die sogenannte Pathophysiognomik zu entwickeln begonnen und er hat darüber auch ein Buch geschrieben in einer Auflage von mittlerweile über 30.000 Exemplaren ist das erschienen und das war ein Weg. Aber es hat dann noch einen anderen Weg gebraucht, wie halt das oft so im Leben ist. Er hatte schwere Schicksalsschläge zu meistern in Form von zwei Unfällen, die ihn massivst eingeschränkt haben. Nach dem ersten Unfall, als ihn ein Velosolex-Fahrer angefahren hat auf dem Motorrad, hatte er ein Schädel-Hirn-Trauma mit anschließenden dauernden epileptischen Anfällen. Und da hat ihm ein anthroposophischer Arzt mit wiederum homöopathischen Mitteln helfen können, dass diese Anfälle dann zurückgegangen sind und schließlich ganz aufgehört haben. Und dann hatte er eine Phase, da ging es ihm wieder besser und dann kam aber ein zweiter Unfall, weil ein Automechaniker die Bremsen an seinem Auto falsch montiert hatte. Auf einer abschüssigen Straße konnte er nicht mehr bremsen und fuhr dann notgedrungen in einen Stapel von Betonplatten und Rohren und wurde dann abrupt mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Und da hatte er sein zweites Schädelhirntrauma mit Nackenstauchungen und Wirbelbrüchen, die nicht als solche zuerst diagnostiziert wurden. Man hat ihn dann als Simulanten hingestellt und er musste kämpfen, um auch Recht zu bekommen, hat das dann letztlich auch bekommen und die Versicherungssumme, die er erhalten hat, hat ihm dann als Startkapital gedient, wieder auf seine Berufung zu kommen, auf sein Interesse, Kranke zu behandeln. Er hat dann zuerst im Familienkreis seine Mutter zum Beispiel behandelt, auf mit Unterstützung des Arztes, der auch ganzheitlich tätig war. Und später hat er so viel Erfolg gehabt, dass er im wahrsten Sinn überrannt wurde von Patienten. Die haben offenbar in seinem Garten übernachtet und campiert und so, weil er so beliebt war. Und es gab auch Fernsehsendungen von Pfarrer Fliege zum Beispiel. Und das hat einen derartigen Strom von Patienten zur Folge gehabt, dass sie auch kurzzeitig dann einfach mal aufhören musste, weil es zu viel wurde. Und er konnte es nicht bleiben lassen und hat dann immer wieder neue Erkenntnisse auch gefunden und immer wieder Patienten therapiert.
Heute macht er das fast gar nicht mehr, weil er einfach jetzt in einem sehr fortgeschrittenen, sehr hohen Alter ist. Ein Vermächtnis für die Zukunft der Heilkunde. Wie würdest du persönlich das Vermächtnis von Ferronato zusammenfassen? Sein Vermächtnis ist, und das ist das ganz, ganz Wichtigste, er sagt, eine Heilkunde, die den Patientinnen und Patienten wirklich hilft, muss einen starken Naturbezug haben. Es muss auf sie muss auf naturgesetzlichen Prinzipien basieren. Und er ist sehr dagegen und hat das eben auch immer wieder in seiner Praxis angetroffen, dass Menschen, außer wenn es nicht anders geht, chemisch hergestellte, synthetisierte Medikamente verwenden, weil er sagt, früher oder später hat das Nebenwirkungen zur Folge. Das Gleiche gilt für Impfungen, weil in Impfstoffen, es ist vielleicht weniger der eigentliche Impfstoff das Problem, das kann auch ein Problem sein, aber die Zusatzstoffe sind Probleme und das kann dann immer wieder und hat auch bei Natale und seinen Erkenntnissen, die er daraus gezogen hat, immer wieder dazu geführt, man sollte sehr zurückhaltend auch impfen und nur dann, wenn der Impfling überhaupt fähig ist, den Impfstoff zu verarbeiten. Und da sagt er, da braucht es eben nicht nur den Kopf, nicht nur die Ratio, sondern es braucht auch die Intuition. Und die Intuition für ihn ist eine Möglichkeit, die zum Tragen zu bringen, dieser Tensor, dieser Biotensor. Weil wenn man das beherrscht, mit einem Tensor umzugehen, dann ist das ein Instrument, das es erlaubt, mit unterbewussten Inhalten in Kontakt zu treten. Also der berühmte Parapsychologie-Professor Hans Bender aus Freiburg im Breisgau hat das mal, auch das Pendel, als Steigrohr des Unterbewussten bezeichnet. Und so würde ich das auch interpretieren. Also Natale hat den Vorteil, dank seiner Fähigkeiten und seiner Methode, mit in einem x-beliebigen Menschen oder seinem Organ oder seinen molekularen Prozessen, die in ihm ablaufen, in Verbindung zu treten. Es setzt voraus, dass er dazu große Kenntnisse hat, dass er die richtigen Fragen stellen kann und dann erhält er auch Antworten. Und dabei spielt die Entfernung grundsätzlich keine Rolle. Also der Patient kann auch am anderen Ende der Welt sein. Als ich gestern bei ihm war, hat jemand aus Thailand wieder gerade angerufen. Er kommt auch im Buch vor. Und Natale hat den Mann immer wieder ferndiagnostiziert und ihm auf Distanz geholfen. Diese intuitive Fähigkeit und die Möglichkeit, sie zum Ausdruck zu bringen, das erlaubt sehr viel. Und jetzt gibt es nicht nur den Tensor, sondern in eine ähnliche Richtung stufe ich auch die Kinesiologie ein. Also wenn man die Muskelspannung testet und Personen fähig sind, das zu machen, kompetent zu machen, dann können auch die sehr viel über Hintergründe einer Erkrankung herauslesen und dem Patienten auf eine sehr ganzheitliche Art und Weise helfen. Und das Vermächtnis von Natale ist für mich eigentlich, dass er dazu ermuntert und ermutigt, sich auch solchen Dingen zu öffnen, auf der Basis eines weiten Weltbilds, in dem nicht nur die Materie eine Rolle spielt, sondern auch energetische Prozesse zum Beispiel, und indem er dazu ermutigt, gesund zu leben, das ist auch ein wichtiger Faktor, sich zum Beispiel vielfältig zu ernähren, das ist für ihn ganz wichtig. Eine vielfältige Ernährung heißt nämlich, dass der Körper fähig bleibt, auch die entsprechenden Enzyme, um das verdauen zu können, was ich aufnehme, zu produzieren. Und wenn ich meine Nahrung einseitig einschränke oder meine einschränken zu müssen, dann sagt er, kann es passieren, dass plötzlich gewisse Enzyme zu wenig oder gar nicht mehr hergestellt werden und dass ich dann Mühe bekomme, die entsprechenden Stoffe aufzunehmen und die dann unter Umständen im Körper fehlen. Und das ist auch etwas, was ihm auch selber geholfen hat, dem Natale, oder was auch mir hilft, ist natürlich genügend Bewegung.
flexibel zu bleiben und zu sein im Denken, das Gehirn ständig zu trainieren, das macht Natalia sowieso wegen seiner schweren Schädigungen, die er erlitten hat. Andere Faktoren, die ich selber auch beherzige, genügend Schlaf, Entspannung gehört für mich auch zu einem gesundheitsbewussten Leben. Und wie ich schon gesagt habe, möglichst verzichten auf chemische Stoffe, sei es über die Nahrung, dass ich da etwas darauf achte, was ich zu mir nehme, oder eben auf Medikamente möglichst verzichten, sofern die synthetisch hergestellt sind. Das ist so sein Vermächtnis, ganz kurz umrissen. Beim Tensor kritisieren sehr viele, dass für diejenigen, die den Tensor vielleicht nicht so genau kennen, das ist eigentlich wie ein Pendel. Also man pendelt sich da die Antworten. Und die Kritik dahinter, die geäußert wird, ist halt meist, ja, das, was als Antwort herauskommt, das hängt natürlich von demjenigen ab, der pendelt. Das sind Mikrobewegungen der Muskeln. Der manipuliert das dann sozusagen. Und das stimmt ja auch natürlich, weil wenn man ein Pendel einfach auf dem Tisch liegen hat, bewegt es sich natürlich nicht. Also natürlich hat derjenige, der pendelt oder der den Tensor verwendet, einen entscheidenden Einfluss darauf. Nach meinem Empfinden ist es aber ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um die Intuition oder die unbewussten Anteile sichtbar zu machen. Genau, es kann ein Pendel sein, es kann ein Biotensor sein und das ist schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten weiß man das. Und wahrscheinlich haben früh unsere Vorfahren so auch damals schon geeignete Medikamente zum Beispiel ausgetestet und gefunden. Und es ist so, dass eine Muskelbewegung stattfindet. Der Physikprofessor, von dem ich gesprochen habe während meiner Gymnasialzeit, der Alex Schneider, der hat mal den Versuch gemacht, zu einem Pendler die Hand einzugipsen und dann hat natürlich das Pendel sich gar nicht mehr bewegt. Aber die Kunst ist, dass diese Bewegungen eben unwillkürlich erfolgen. Also nicht, dass ich ein Wunschdenken habe, ja, das muss jetzt ja sagen oder es muss da nein sagen, sondern dass ich ganz neutral bin und Natale sagt, ich sollte auch nicht lange Fragen im Kopf stellen, sondern nur kurze Begriffe, damit das Denken, das rationale Denken möglichst nicht störend ins Spiel kommt. Eine weitere Voraussetzung ist, dass ich nicht müde sein sollte, weil so eine Methode ist auch anstrengend. Das ist nicht ganz einfach, da kann man nicht stundenlang testen. Und Natale testet auch immer zuerst bei sich, ob er überhaupt testfähig ist. Also es ersetzt viele Dinge voraus, es setzt auch Training voraus. Natale hat zuerst 1,5 Jahre trainiert, bevor er überhaupt gewagt hat, dieses Instrument einzusetzen. Er war selber zuerst eher skeptisch, das habe ich auch im Buch mit beschrieben. Wenn man jetzt selber mit so einem Tensor arbeiten möchte, im Verlaufe der, also als du natürlich bei Natale gesehen hast, was für Ergebnisse er mit so einem Tensor erzielt, hast du ja selber auch angefangen, mit einem Tensor zu arbeiten. Kannst du da mal ein paar Sachen dazu sagen, wie man da am besten beginnen kann? Also, Natale empfiehlt, dass man sich mal zuerst ganz einfach gewisse Farben hinlegt vor sich und dann mit dem Tensor schaut, das ist rot und dann sollte er so machen, dann sollte das ja sein und das ist grün oder blau und dann sagt man die falsche Farbe. Also bei rot sagt man, das ist blau und schaut, ob der Tensor nein sagt. Und dann kommt die hohe Schule, dass man das abdeckt. Also, dass jemand vielleicht da ist im Raum, der einem dann sagt, habe ich es richtig rausgefunden. Natale hat dann Substanzen in Kuverts eingebracht oder verschlossen und die Kuverts nummeriert. Und er wusste aber nicht, welches Kuvert wo ist, also welche Nummer das hat. Und schaute erst im Nachhinein nach. Und hat das in den einen, ins eine hat er vielleicht Mehl getan und im anderen Rattengift oder irgend sowas. Und das gleiche mit Fläschchen, mit verschiedenen Flüssigkeiten und alle Fläschchen sahen gleich aus. Und er hat dann selber so getestet und geschaut, ja, finde ich raus, wo ist jetzt ist was Giftiges und wo ist etwas Essbares oder wo ist das Mehl und wo ist das Rattengift. Also wenn man dann ganz gut ist, dann kann man das auch, ohne dass man weiß, was da wirklich drin ist. Das Ganze könnte man noch doppelblind für die ganz großen Skeptiker gestalten. Und dann, wenn man das dann kann,
dann weiß man, aha, jetzt darf ich das auch einsetzen. Das ist ja genau diese Intuition, die eine sehr leise Stimme eigentlich in einem selber ist. Ja. Und in unserer heute sehr lauten Welt hört man diese Intuition gar nicht. Und deswegen kann es für Menschen, die vielleicht nicht direkt einen Zugang zur Intuition haben, auch ein sehr gutes Werkzeug sein, ihre Intuition anzuknüpfen. Richtig. Also man kann so lernen, auch in die Ruhe zu kommen. Wichtig, um diese Intuition wieder zu spüren, ist, dass ich ein Leben führe, wo ich immer wieder mal aus dieser ganzen Hektik mich rausnehme und in die Ruhe gehe. Und wenn ich sowas übe, dann passiert das automatisch. Was in meinem Fall auch eine wichtige Erfahrung ist, wenn ich regelmäßig mich meditativ zurückziehe, dann trainiere ich diese Intuition auch. Es ist eine bewusste Entscheidung, die ich selber treffen kann. Will ich das vermehrt haben in meinem Leben? Und wenn ich das einbaue, dann habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch im Alltag Dinge gleich zu spüren. Ah, da stimmt was nicht oder oh, das ist ganz gut. Das kann ich immer besser, wenn ich die Intuition bei mir selber geschult habe, auch unabhängig von so einem Hilfsmittel. Was hast du selber für Erfahrungen gemacht? Also hat Natale bei dir selber den Tensor auch angewendet und du hast da gemerkt, ach, da sind ja ganz erstaunliche Ergebnisse damit möglich. Ja, also das war immer wieder der Fall. Also beim ersten Interview, das ich mit ihm geführt habe, hat er gemeint, ja, da meine Falte hier im Gesicht, die Nasolabialfalte, sei etwas geschwollen. Und das deutete für ihn darauf hin, dass mein Herzmuskel rechts etwas geschwächt ist. Er hat das dann weitergetestet und das zurückgeführt auf ein Schirmbild, das früher in meiner Jugend noch üblich war, dass man das hat machen lassen. Da wurde die Lunge geröntgt, bei mir wahrscheinlich an der Uni St. Gallen. Und das habe eine Schädigung der Lunge bewirkt und das sei nun so, dass sich das negativ auf den Herzmuskel auswirke. Ich solle viel Sport machen, das mache ich zum Glück. Und mittlerweile, glaube ich, geht es meinem Herzen gut. Er hat dann auch für mich so ein Mittel gefunden, das ist auch im Buch beschrieben, Luffa operculata war das damals, auch wieder ein homöopathisches Mittel im Übrigen. Und das war hilfreich. Und andere Dinge, wo er mir auch hat helfen können, das ist auch im Buch drin. Als ich mal eine ganz große Darmverstimmung hatte, hat er mich auf seltsame Weise zu einem Heilmittel geführt in meiner Wohnung, obwohl er noch gar nie damals bei mir zu Hause war. Mittlerweile ist er mal zu Besuch gewesen. Hat er gemeint, ja, es sei ein Heilmittel in meiner Wohnung und ich solle mal nach unten gehen in meine Stube, wo ich jetzt sitze. Und da hinten auf links bei der Türe, was da sei, und da habe ich gesagt, ja, da ist so ein Möbel mit einer Stereoanlage drauf. Ja, ob da eine Pflanze sei? Und ich habe gesagt, nein, da ist keine Pflanze, aber unten auf dem Boden steht eine. Und er hat mir dann gesagt, ja, dann halt mal so ein Blatt in der Hand. Und er hat getestet übers Telefon, ja, das ist das Richtige. Und das war dann eine Clivia. Er hat dann gemeint, ich solle ein Blatt abreißen und ganz kurz zerkauen und wieder ausspucken. Und ich habe dann nur ein kleines Eckchen eines Blattes abgerissen, weil so ein Clivia-Blatt ist sehr groß. Habe kurz drauf gekaut, das in der Küche ausgespuckt. Und er hat gesagt, ja, jetzt ist gut, jetzt kannst du noch ein Bactosan nehmen, das ich eigentlich nehmen wollte, was ich mit dem Tensor bei mir als geeignet ausgetestet hatte. Das ist schon richtig, hat er gesagt, aber du brauchst noch was, um den Erreger loszuwerden. Und das war offenbar diese Clivia, dieses kleine Clivia-Blatt. Er wusste gar nicht, was eine Clivia ist und hat das dann nachgeschaut, hat 10 Minuten später zurückgerufen und hat gesagt, ich soll da nicht erschrecken, Clivia sei leicht giftig, aber ich hätte es ja gleich ausgespuckt und somit nur eine homöopathische Dosis zu mir genommen. Und in der Tat, nachdem ich 5 Tage lang diesen heftigen Durchfall gehabt hatte, der war auf den Tag oder auf die Stunde, war der weg. Und da kann man natürlich sagen, ja, das ist Placebo und so. Klar, Placebo ist immer
wichtig. Also wenn ich an etwas glaube, dass es mir hilft, dann hilft es mir auch eher. Und für mich ist es aber, was Natale macht, viel, viel mehr als nur der Placebo-Effekt. Da sind noch ganz andere Dinge im Spiel, weil ich habe ja auch an anderes geglaubt, dass mir das auch helfen würde und es hat dann nicht geholfen. Und das hat sofort geholfen und das war sehr spannend. Ja, der Placebo-Effekt spielt da immer mit in eine Heilung mit rein, Ja, natürlich. ganz Aber klar. wenn man sich ansieht, wie oft das Natale auch mit seinen Prognosen und seinen Voraussagen mit dem Tensor richtig lag und was es dann bewirkt hat, kann man da ganz klar von einem Zufall nicht mehr Nein, sprechen, sondern scheint mehr im Spiel zu sein, wenn man mit dieser Häufigkeit immer richtig liegt. richtig. Also ein Beispiel zum Beispiel dazu, das noch nicht im Buch drin ist. Der Fall ist erst später dann geschehen. Da kam ein Patient zu ihm, der hatte die Diagnose MS, also Multiple Sklerose, hatte Gangschwierigkeiten, Gangstörungen. Und Natale hat mit dem Tensor getestet und hat gesagt, ja, nein, das ist nicht MS. Sie haben was anderes. Er hat dann seine vielen Impfstoffe aus dem Kühlschrank geholt und hat getestet, ja, der Tetanus-Impfstoff, der gibt mir an. Und der Mann hat dann gesagt, ja, vor 7 Jahren hatte ich eine Tetanus-Impfung und da haben mir eine Woche lang beide Beine stark gebrannt. Und Natalia hat dann gesagt, ja, nach seiner Testung war das diese Tetanus-Impfung, die diese Gangstörungen hervorgerufen hat. Und jetzt wird es eben ganz spannend. Er hat eine Verdünnung dieses Impfstoffs hergestellt, dem Patienten verabreicht und unmittelbar danach waren die Gangprobleme nicht mehr vorhanden. Das ist für mich ein ganz klarer Beleg, dass hier ein Zusammenhang besteht, der auch von Skeptikern wohl nicht so einfach geleugnet werden kann. Und überhaupt diese Skeptiker wird es immer geben, die haben eigentlich ein Weltbild, das schon lange veraltet ist. Es ist ein Weltbild, das alles nur auf Materie basiert, auch unser Bewusstsein nur ein Ausfluss von Materie ist. Und das stimmt schlicht und einfach nicht aufgrund der vielen, vielen Forschungsergebnisse, die wir heute haben. Muss man sagen, nein, es gibt auch über die Materie hinausgehende Prozesse, energetische Phänomene zum Beispiel, die entscheidend sind, vielleicht noch viel entscheidender und die mit einer Heilung bewirken können. Das ist auch das wichtige Denkmodell in der Spagyrik. Da gehen wir auch davon aus, dass es auf allen drei Ebenen, auf der seelischen, auf der körperlichen und auf der geistigen Ebene, Ungleichgewicht, Disharmonie entstehen und dadurch dann Krankheiten. Und das ist halt die limitierte Sichtweise der Schulmedizin. Das ist sehr sinnvoll bei akuten Vorfällen, bei Unfällen zum Beispiel auch. Aber gerade bei chronischen Krankheiten, wo die Ursache teilweise nicht so genau herausgefunden werden kann, da sind Methoden, wie sie Natale Feronato anwendet, sehr, sehr sinnvoll. Du hast noch von Skeptiker gesprochen. In diesem Zusammenhang wird seit 2, 3 Jahren auch sehr oft in den Medien die Impfskeptiker erwähnt. Nun kann man dich auch als Impfskeptiker bezeichnen. Was hast du genau gegen Impfungen, frage ich an dieser Stelle dann Also mal. ich bin nicht ein Impfgegner im strikten Sinn. Ich sage, eine Impfung kann eine Wirkung haben, auch eine erwünschte Wirkung. Ich bin einfach ein Impfskeptiker in dem Sinn, dass ich sage, man sollte eher zurückhaltend impfen und auch nicht zu früh impfen. Das war auch mein Standpunkt in meinem Impfratgeber, den ich seinerzeit für die Stiftung für Konsumentenschutz geschrieben habe, der 6 Auflagen erlebt hat und der eine große Verbreitung damals gefunden hat. Je mehr er sich aber verbreitet hat, desto mehr war dieser Ratgeber vielen Ärztinnen und Ärzten und Kinderärzten wahrscheinlich auch ein Dorn im Auge, weil sie mussten sich dann immer gegenüber Eltern rechtfertigen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Stiftung für Konsumentenschutz gezwungen wurde, diesen Ratgeber vom Markt zu nehmen. Sonst würden ihr öffentliche Gelder gestrichen.
Das ist allgemein nicht bekannt, aber das war leider so. Und ich selber wurde auch im Blick zum Beispiel oder in der Schweizer Illustrierten verunglimpft und musste dann das erste Mal in meinem Leben vor Gericht, gleich gegen die Ringier. Und ich habe dann auch voll und ganz recht gekriegt. Die mussten ausführliche Gegendarstellungen veröffentlichen. Das hat alles letztlich mit Weltbildern zu tun, die auf der einen Seite eigentlich veraltet sind. Es sind materialistische Weltbilder, eben die Materie im Zentrum sehen und gleichzeitig vielleicht auch noch das Geld, weil damit kann man besser Geld verdienen. Und andererseits sind es Weltbilder, die eben von einer Einheit von Körper, Seele und Geist ausgehen, die wir darstellen. Und der Körper ist auch wichtig und auch die Schulmedizin ist sehr wichtig, um allenfalls einen geschädigten Körper wieder zusammenzuflicken im wahrsten Sinn oder in Notsituationen helfen zu können. Also die Schulmedizin braucht's, aber für mich ist es eigentlich eher eine Ultima Ratio Medizin. Sehr spannend in diesem Zusammenhang ist auch ein Buch, das wurde beim letzten Interview mit Ihnen auch angesprochen. Das war das Buch Die Krebsrevolution von einem spanischen Arzt, von einem Herrn Corti geschrieben. Und der beschreibt darin eben wiederum eine homöopathische, von einer indischen Arztfamilie Banerjee oder Banerjee entwickelte Therapie, die schon unendlich vielen Menschen hat helfen können. Und ich nehme an, diese Hetzjagd gegen die Homöopathie wurde vielleicht, das ist eine Vermutung, durch dieses Buch initiiert, weil wenn man Krebspatientinnen und Krebspatienten nach dieser Methode behandelt, dann kostet das fast gar nichts. Und es ist sehr, sehr hilfreich. In diesem Buch von Herrn Corti ist zum Beispiel eine Studie zitiert mit Bauchspeicheldrüsenkrebspatientinnen und Patienten, von denen 90% nach 4,5 Jahren noch lebten. Und normalerweise sind das etwa 5 bis 8%, die nach dieser Zeit noch leben, weil Bauchspeicheldrüsenkrebs gilt als einer der aggressivsten Krebse, die es gibt. Und solche Erkenntnisse sollten sich doch eigentlich in der medizinischen Welt verbreiten, in dem Sinn, dass man zumindest bereit und offen dazu wäre, diese mal nachzuprüfen. Und das ist auch geschehen, in Amerika auch, nicht nur in Indien. Da sind mittlerweile 40.000 dokumentierte Fälle vorhanden zu verschiedenen Krebsarten. Und das ist nicht nichts. Und zwar statistisch einwandfreie Fälle mit Kepler-Meier-Schätzer auch betreffend Überlebenswahrscheinlichkeit. Und das wird einfach totgeschwiegen. Das darf und kann doch nicht sein. Das Problem ist, dass man solche Fälle nicht erklären kann. Und wenn man sie nicht erklären kann, dann dürfen sie auch nicht stattgefunden haben. Deswegen neigt man natürlich in der Schulmedizin dazu, solche Fälle zu marginalisieren, obwohl, wie du sagst, die 40.000 Fälle, die sind natürlich einmalig in ihrem Umfang und auch in ihrer Aussagekraft. Die Homöopathie oder auch die Spagyrik, man kann sie nicht genau erklären. Auch der Firmengründer Josef Lüthi, der Aurora Pharma, wenn man ihn gefragt hat, warum denn jetzt genau die Quintessenz entsteht bei der chemischen Hochzeit, auch er konnte es nicht so genau erklären. Er hat gesagt, es ist halt so, weil es so Ja. ist. Man kann es nicht erklären, aber dass es stattfindet, das sieht man, genauso wie solche Heilungen stattfinden oder solche unfassbaren Voraussagen stattfinden, wie sie Natale Ferronato mit dem Tensor macht. Warum genau es funktioniert, weiß man vielleicht nicht so genau, aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es funktioniert und dass man Ergebnisse erzielt. Und das sollte man auf keinen Fall ignorieren. Ja, richtig. Und zwar unser Weltbild, das wir heute haben, ist ja immer beschränkt. Also wir lernen hoffentlich immer Neues und Wichtiges dazu. Und was die Homöopathie anbelangt, das ist auch in diesem Buch von Herrn Corti enthalten, da gibt es zum Beispiel Untersuchungen unter speziell hochauflösenden elektronischen Mikroskopen, die gezeigt haben, dass das Nanopartikel sind, die aber nur bei bestimmten Potenzen, das heißt Verdünnungen, enthalten sind.
Und man kann also, wenn man das wirklich will, mit einem offenen Blick auch Dinge erkennen und sehen. Eine andere Forscherin, die hat zum Beispiel herausgefunden, dass Photonen abgestrahlt werden von solchen Substanzen. Und ich selber war ja, was die Spagyrik anbelangt, schon bei euch, bei der Aurora Pharma und habe auch den Gründer und Inhaber interviewt zu Paracelsus und zur Spagyrik. Und damals habe ich, das habe ich immer noch, das Fläschchen zu Hause, habe ich diese chemische Hochzeit quasi miterlebt und habe gesehen, wie sich da die Quintessenz getrennt hat. Und zwar so, dass zwei verschiedene Flüssigkeiten ganz klar schichtenmäßig getrennt voneinander, und das sind sie heute noch, in diesem Fläschchen dann vorhanden waren. Und das ist beeindruckend. Das ist auch aus einem chemischen Gesichtspunkt her wahrscheinlich nicht ganz einfach, erstens nachzuvollziehen, warum passiert das, und zweitens, wie macht man das genau? Ich habe dazu auch schon mit Chemikern gesprochen, die konnten mir nicht erklären, warum das passiert, was da genau passiert. Deswegen zeigt sich in der Naturheilkunde, man muss immer das verstehen, man kann sich einfach darüber freuen, was für Ergebnisse das überhaupt möglich sind. Richtig. Und man sollte doch so offen sein, dass man nicht einfach sagt, was sich nicht erklären lässt, das gibt es nicht, sondern zu sagen, aha, interessant, wir können es noch nicht erklären, aber wir versuchen, da näher zu kommen, auch an eine Erklärung. Und ich bin überzeugt, man wird in Zukunft solche Erklärungen auch finden. Und im Moment nutzen wir es einfach, weil wichtig ist doch der Patient, dass es dem Patienten hilft. Und auch was die Homöopathie oder vielleicht auch die Spagyrik anbelangt, wenn man die in Frage stellt und jetzt meint, das dürfte von Krankenversicherern nicht mehr erstattet werden, ja, dann ist ja die Frage, was wird dann erstattet? Und dann sind es die chemischen Medikamente, die zwangsläufig gemäß Natale auch Nebenwirkungen und zum Teil massive und chronische Nebenwirkungen zur Folge haben. Und das kann man ja dann vermeiden. Also wenn nur die Vermeidung von Nebenwirkungen spricht ja allein schon für die Verwendung der Homöopathie. Und die Behauptung, dass es keine Studien gäbe, die deren Wirksamkeit über den Placebo-Effekt hinaus beweisen, das ist schlicht und einfach falsch. Die eine Studie, die ins Feld geführt wird, an der Universität Bern wurde die gemacht, die ist gefaked. Da kann man jetzt Fake News wirklich mal in den Mund nehmen. Da wurden die Daten so manipuliert, dass genau bei dieser Datenlage ein negatives Ergebnis herausgekommen ist. Und das wird nun in den Medien immer wieder kolportiert. Ich war selber Forscher damals an der Universität Bern. Ich habe beim sogenannten PEC-Projekt mitgearbeitet, Programm Evaluation Komplementärmedizin. Und das gab einen Riesenwirbel, als der betreffende Professor diese Ergebnisse frühzeitig und ohne Genehmigung der Studienleitung einfach veröffentlicht hat. Und er war ein Homöopathiegegner. Und die Studie wird heute immer noch verwendet und ins Feld geführt. Das ist eigentlich ein Skandal. Und auch unsere Daten, die wir damals ermittelt haben, da könnte ich auch noch drauf eingehen, die wurden versucht, es wurde versucht, die zu unterdrücken, weil der Bundesrat hat damals gewechselt. Es war die Frau Dreyfus, die Gesundheitsministerin war, und sie hat dieses Projekt lanciert und initiiert. Und dann ist sie zurückgetreten und der Pascal Couchepin ist an ihre Stelle getreten. Und der hat mal in einem Interview mit dem Westschweizer Fernsehen gesagt, Komplementär- und Alternativmedizin, c'est de la sorcellerie. Das ist Hexerei. Also das war sein Weltbild. Und wir Forscher haben damals, zuerst unter Frau Dreyfus, haben wir in Ruhe forschen können, haben spannende Dinge herausgefunden. Und unter Couchepin, als der damalige Direktor des Bundesamts für Gesundheit, Hans-Heinrich Brunner, der mittlerweile verstorben ist, die Ergebnisse eingesehen hat am Institut, haben alle Forscher einen Maulkorb verpasst bekommen. Die Ärztinnen und Ärzte damals, die auf unsere Studienergebnisse angewiesen waren, weil sie Anträge der Fachgesellschaften der Komplementärmedizinischen schreiben mussten,
für den Verbleib dieser Methoden in der Grundversicherung. Die durften keine Daten mehr aus dem Institut rausnehmen, die durften nichts fotokopieren, die durften nur von Hand Zahlen mehr abschreiben. Und uns Forschern wurde verboten, an einem Kongress an der Uni Bern zu sprechen, der vom Bundesamt für Gesundheit organisiert worden war. Und wir erhielten alle einen Maulkorb. Wir mussten unterschreiben, dass wir dort nicht sprechen. Und ich war der einzige Forscher, der das nicht unterschrieben hat. Und es hat dann 3 Wochen etwa gedauert, habe ich einen eingeschriebenen Brief erhalten. Mein Mandat sei per sofort beendet. Ich müsste alle Daten auf meinem Computer löschen und alle Unterlagen an die Universität Bern zurückschicken. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe die Daten bei einem Anwalt deponiert und auch zu Hause versteckt. Und habe das Kündigungsschreiben 3 Tage später an einer Pressekonferenz im Käfigturm in Bern der Presse unter die Nase gehalten. Und ich habe dann gehört, der Gusper in seinem Büro habe gekocht. Und es war dann aber auch für mich nicht ganz einfach, nachdem dieses Mandat beendet war, diese Daten doch öffentlich zu machen. Das hat etwa 6 Jahre gedauert. 2011 in der forschenden Komplementärmedizin sind dann 2 Artikel zur Kostenthematik der ärztlichen Komplementärmedizin erschienen. Damals haben wir gezeigt, dass statistisch korrigiert die Homöopathie 15% günstiger ist als die konventionelle Medizin pro Patient. Kosten pro Jahr und Patient 15% weniger. Jetzt hat die Santé Suisse neu Studiendaten veröffentlicht, wo sie das genaue Gegenteil behauptet. Die Homöopathie sei teurer, mehr als 20%. Und ich habe das dann genauer angeschaut und kam zum Schluss, ja halt, die haben statistisch korrigiert für die Anzahl verschriebener Medikamente. Homöopathen verschreiben aber etwa halb so viele Medikamente wie reine Schulmediziner. Und wenn man dann statistisch korrigiert und sagt, ja, die viele Medikamente verschreiben, die haben natürlich viel schwerere kranke Patienten und da muss man das statistisch korrigieren, ja, dann erhält man so ein Ergebnis. Aber das ist eigentlich völlig falsch und ist schier unglaublich wieder. Und auch damit wird natürlich dann in den Medien wieder Politik gemacht. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit schreiben dann Journalisten, die oft von dem Ganzen gar keine Ahnung haben, dass die Komplementärmedizin eben teuer sei und dass das gar nicht nütze, Homöopathie sowieso nicht. Und das ist eigentlich schlicht und einfach nur falsch. Und das ist genau die Arbeit, die du ja als Gesundheitsökonom auch machst. Du schaust dir die Machtstrukturen im Gesundheitswesen an und siehst da natürlich ganz andere Seiten, als wenn jetzt jemand ein Therapeut ist. Da ahnt man das, man kriegt das vielleicht aus Erzählungen mit, aber du hast da natürlich noch einen ganz anderen Einblick. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Das ist aber direkt auch ein guter Übergang. Wer sich genau für deine Erkenntnisse als Gesundheitsökonom interessiert, der kann deine Arbeit natürlich auch in schriftlicher Form verfolgen. Du schreibst immer wieder für die Naturärztevereinigung der Schweiz. Das kann man sich ansehen unter Ja, und dort nvs.swiss. NVS Magazin, da gibt es auch ältere Artikel, wenn man ins Archiv geht, zum Beispiel den über das Buch Die Krebsrevolution, da habe ich auch eine Rezension geschrieben. Und an dieser Stelle, ich zeige es nochmal, die Biografie von Natale Ferronato. Wenn Sie, lieber Zuschauer oder liebe Zuschauerin, die Arbeit von Hans-Peter Studer gerne unterstützen möchten, dann können Sie das direkt über den Osiris Verlag bestellen. Sie können das Buch natürlich auch in jeder anderen Buchhandlung beziehen, aber direkt unterstützen können Sie Hans-Peter Studer über osirisverlag.ch in einem Wort. Und da können Sie dann das Buch direkt beziehen. Das ist wirklich sehr spannend. Wer vielleicht sehr viele interessante Anekdoten aus der Naturheilkunde von einem Arzt, der schon seit 60 Jahren tätig ist, hören möchte, dem sei das Buch sehr ans Herz gelegt. Es liest sich wirklich sehr spannend. An dieser Stelle vielen Dank für die interessanten Einsichten an dich, dass du dir Zeit genommen hast. Das Interview, das wir jetzt hier geführt haben, das Webinar, das wird im Anschluss auch noch auf YouTube veröffentlicht.
Wenn Sie das jetzt also auf YouTube ansehen, Sie können dann gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren oder das Video liken. Das nützt uns natürlich für den Algorithmus bei YouTube, dass das Video dann auch gefunden wird. Also so können Sie die Arbeit der Aroa Farm auch unterstützen oder natürlich unsere spagyrischen Urtinkturen kaufen. Ansonsten wäre es das von meiner Seite her. Vielen Dank, auch Hans-Peter. Auch herzlichen Dank, dass wir dieses Interview zusammenführen durften. Danke. Sehr schön. Recht herzlichen Dank und eine gute Zeit.